Hallo, hallo und willkommen zur dritten Woche unseres JBJ MOOCs, unseres Online-Kurses zur digitalen Jugendbeteiligung. Und willkommen beim Bergfest, denn mit dieser Woche feiern wir die dritte Woche. Das bedeutet, dass drei hinter uns liegen und noch drei folgen werden. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Bevor wir allerdings in die Inhalte einsteigen und uns mit Ideen sammeln und Brainstorming-Tools beschäftigen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, uns nochmal kurz Hallo zu sagen und seitens der Organisatoren und Organisatorinnen, die im Maschinenraum ganz, ganz fleißig arbeiten und diesen Kurs gestalten, euch zu sagen, dass wir uns enorm freuen, dass dieser Kurs so gut läuft und dass er so gut angenommen wird. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch in dem kleinen Video jetzt kurz zu erklären, was neu in dieser Woche hinzugekommen ist. Wir starten mal mit der Woche und mit dieser Startseite, die ihr üblicherweise seht, wenn ihr euch neu zum Kurs anmeldet, die ihr auch für sicherlich schon zur Genüge kennt. Das ist die Woche 0. Ihr geht jetzt wieder rüber und blättert zu der Woche, zu der wir wirklich wollen. Das ist die Woche 3. Wie schon gesagt, es geht hier um Ideen sammeln, Brainstorming und Abstimmungen. Wie ihr hier schon erkennen könnt, geht es gleich um zwei Tools, die wir kennenlernen wollen. Das eine nennt sich TreeCider und das andere nennt sich Padlet. Wie üblich und wie ihr das auch schon kennt, haben wir diese Woche in verschiedene Lektionen eingeteilt. Was in dieser Woche ein bisschen tückisch ist, ist, dass es insgesamt 7 Lektionen sein werden und ihr gelangt zur 7. Lektion über diesen Pfeil hier unten. Das ist ein bisschen versteckt. Ich zeige euch gleich, was sich dahinter verbirgt. Neu hinzugekommen ist auch, dass es nicht nur ein Wochenbadge gibt, sondern auch einzelne Tool-Badges, die ihr zuzüglich machen könnt. Zu den Wochenbadges. Das ist eigentlich gar nichts Neues, das kennt ihr eigentlich schon. Ihr könnt das immer dann sehen, was wird berechnet für einen Badge. Das seht ihr immer dann, wenn sobald ein Fortschrittsbalken hier zu sehen ist, müsst ihr diese Lektion euch angesehen haben. Und das ist üblicherweise eigentlich ein Video, was ihr angesehen haben müsst. Sobald ihr alle Fragen beantwortet habt und auch die zusammenfassende Fassung am Ende euch komplett angesehen und richtig beantwortet habt, dann wird dieser Balken auf 100% gestellt, wird komplett grün und es wird auf eurem Badge-Konto neu hinterlegt. Ich zeige es euch mal in Lektion 2. Dort gibt es eine Einführung zu TreeCider und hier könnt ihr euch das Video komplett ansehen. Das bedeutet, wenn ihr hier diese drei Videos euch angesehen habt, erhaltet ihr einen Wochenbadge. Dieser Wochenbadge sieht so aus, dass ihr wieder hier sehen könnt, das ist der üblicherweise der Wochenbadge für diese Woche. Und wie ihr hier schon sehen könnt, gibt es noch zwei weitere Badges, die sozusagen neu hinzugekommen sind. Und das sind extra Aufgaben, die ihr behandeln solltet. Diese Aufgaben seht ihr immer in diesem blauen Bereich, Aufgabe zu TreeCider. Das lest ihr euch bitte ganz genau durch. Und sobald ihr euch das Tool angesehen habt, eine genaue Anleitung findet ihr hier, wie ihr das, ob ihr euch anmelden müsst und so weiter. Idealerweise habt ihr natürlich auch das Video aus Lektion 2 euch angeschaut und könnt dann auch natürlich mit etwas mehr Sicherheit diese Aufgabe zum Tool selber erledigen. Sobald ihr euch das Tool angesehen habt, geht ihr auf das neue Themenforum. Das ist hier nochmal verlinkt. Und ihr könnt aber auch, und das kennt ihr auch schon aus den anderen Foren und Bereichen, könnt ihr auch hierüber auf ein neues Themenforum gehen. Wir haben das allgemeine Diskussionsforum und auch Themenforen. Ihr kennt das schon aus Woche 2, da haben wir uns insbesondere mit dem Etherpad beschäftigt und nun sind zwei neue Themenforen hinzugekommen. Ihr könnt hierüber wieder auf dieses Themenforum gehen oder eben halt, ihr geht über den Link, den ihr hier üblicherweise findet. Sobald ihr euch hier auf diesem Link befindet und euch beteiligt, indem ihr ein neues Thema hinzugefügt habt und euch tatsächlich auch über dieses Tool austauscht, wird euch das gut geschrieben auf eurem extra Badge-Konto für dieses Tool, für TreeCider. Und ihr erhaltet am Ende einen extra TreeCider-Badge. Genauso verhält es sich übrigens auch mit dem Badge zum Padlet. Das ist sehr ähnlich aufgebaut, ein bisschen anders strukturiert, aber vom Grunde genommen geht es auch darum, dass ihr euch im Themenforum, ich gehe mal kurz hier drauf, über das Tool austauscht.
Und erst dann bekommt ihr ein extra Themen-Badge, ein Padlet-Badge zugesandt und zugesprochen. Das ist neu in dieser Woche. Es gibt also die Wochen-Badges, die ihr immer erkennen könnt, indem ihr diese Balken seht. Und es gibt die Aufgaben-Extra-Badges für die Werkzeuge. Hinzugekommen ist auch, dass wir uns natürlich wissen wollen, wie es euch gefällt. Und das hatte ich schon angedeutet, dass es in dieser Woche eine weitere Lektion gibt, die ein bisschen versteckt ist. Da geht ihr dann über die den rechten Pfeil zur Seite. Und ich bitte euch hier herzlich daran teilzunehmen, an unserer Zwischenreflexion. Wir haben in Woche 3 uns überlegt, dass wir natürlich wissen wollen, wie es euch mit diesem Kurs geht, ob ihr zurechtkommt, ob ihr vielleicht euch andere Sachen wünscht oder wie insgesamt das Feedback ist an uns, eine erste Rückmeldung uns zu geben. Das wäre uns sehr wichtig. Insofern möchte ich euch an der Stelle euch herzlich einladen, an dieser kleinen Umfrage, das dauert wirklich nur ein paar Minuten, teilzunehmen und auf diesen Link hier zu klicken. Und dann gelangt ihr auf einen kleinen Fragebogen. Ansonsten gilt es natürlich wie immer, dass ihr im allgemeinen Forum, Diskussionsforum, alle Fragen loswerden könnt und so weiter. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dieser Woche 3. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das im Forum klären oder direkt. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse, die ich jetzt gleich noch einmal einblenden werde, für euch bereit gemacht. Wenn irgendwas direkt ist, dann bitte auch. Weiterhin viel Spaß, viel Motivation und viel Freude dabei, die einzelnen Aufgaben und die Badges zu erlangen. Bis dahin, tschüss!